Wir wünschen uns einfach eine Veranstaltung, die bei den Läufern gut ankommt. Wir wollen damit einfach mehr Läufer auf die Hochrindel bringen, die von dem Gebiet her begeistert sind. Ich muss schauen, wie es mir geht. Ich war verkühlt letzte Woche und das ist gerade im Abklingen. Aber ich werde mein Bestes geben und schauen mal, ob ich vorne mitlaufen kann. Trailrunning, es macht einfach Spaß. Ich kann den Kopf total schön abschalten, bin frei dabei und ja, macht einfach Gaudi. Auf geht's! Wir wünschen euch alles Gute, kommt gut wieder zurück, passt auf euch auf! Die WM dann in Portugal, das ist der nächste Wettkampf, den ich laufe. Danach werde ich wahrscheinlich nach St. Moritz fahren, 3 Wochen auf Höhentrainingslager und dann beim Schlegers 3000 Skyrunning Race laufen. Also mir hat die Strecke an sich gut gefallen, sie war sehr laufbar, von Trailanteil geringer dadurch, dass es eine Ersatzstrecke war. Aber nichtsdestotrotz war es super, also hat mir gut gefallen, ja. Leider mit dem Wetter hat nicht ganz mitgespielt. Wir haben am Samstag eine Ersatzstrecke nehmen müssen und am Sonntag leider wetterbedingt komplett absagen, weil es einfach viel zu gefährlich war. Grundsätzlich bin ich mit der Veranstaltung selber sehr zufrieden, also die Helfer haben super gearbeitet, super Team. Ich bin der Harald Buchinger, komme aus Binsdorf, liegt in der Nähe von Gmunden und bin der Organisator vom Transitbergmarathon.
Wie ist denn eigentlich der Transalp-Bergmarathon entstanden? Erzähl mir ein bisschen was drüber. Er ist 1989 das erste Mal durchgeführt worden. Vorher ist er angeblich durch eine witzige Idee am Traunstor entstanden, wo mein Vater mit ein paar Späßeln beieinander gesessen ist und irgendwann einmal die Idee gehabt hat, naja, man könnte einmal alle Gipfel rund um den Transalp besteigen. Beziehungsweise war auch die große Herausforderung, schafft man das überhaupt in 24 Stunden? Die Läufer mit den Teilnehmern, was waren das für Leute, die was dabei waren? Es waren schon großteils Leute, die aus der Umgebung waren, aus der ein bisschen weiteren Umgebung, sage ich mal. Die haben alle eigentlich in Traunstor zumindest gut gekannt, weil von dort haben sie sich alle irgendwie gegenseitig ein bisschen gekannt und waren eigentlich sehr erfahrene Bergsteiger, sage ich mal. Nicht Trailrunner hat es damals noch keinen gegeben, es waren nicht einfach Bergsteiger, die da rundherum gegangen sind. Doch auch einige schon ein wenig flotter und die Zeit, glaube ich, war damals auch schon bei 10 Stunden oder so in der Richtung. Wie haben die Leute von dem erfahren, dass da der Transalp-Bergmarathon ist? Ja, es war eigentlich nur Schreibmaschinenzeit, 1989. Und ja. Weißt du, wie der Vater ist daheim gesessen auf der Schreibmaschine, hat die ersten Entwürfe gemacht für ein Plakat. Auf Rheinfirm hat erste Entwürfe gezeichnet mit so einer kleinen Grafik. Und so sind die ersten A4-Zählen auf die Hütten aufgelegt worden und aufgehängt worden, dass die Leute wissen, dass es einen Bergmarathon gibt. Wie war denn das früher? Jetzt, man hat ja ganz früher einmal darüber geredet, dass gewisse Leute abkürzen zum Beispiel. Gell? Wie war denn das früher mit einer Pflichtausrüstung oder auch mit den Schuhen? Also, da ist man früher mit Turnpatscher gelaufen oder war das mit Bergschuh oder wie war das früher? Naja, wenn ich so das erste, den ersten Bergmarathon hernehme, da war es eigentlich, wir gingen rundherum. Ja, das sind die Gipfel, da geht's. Und eins sind halt dort rauf, eins sind da rauf und im Ziel waren sie halt wieder da. Dann ist halt irgendwann einmal ein Kontrollsystem eingeführt worden mit einer Postkarte, wo man dann überall stempeln haben müssen auf die Gipfel. Ausrüstung in die 80er Jahre natürlich, der Jogging High, das war der ultimative Bergmarathon-Schuh. Wer den gehabt hat, war natürlich schon ein Spitzenläufer. Ja, Pflichtausrüstung hat es nie gegeben, aber ich glaube, dass früher die Leute mehr nachgedacht haben, was brauchen. Mhm. Und sowas dann. Mhm. Okay. Und jetzt schaut einer, was muss ich haben, mhm, und das, was ich nicht haben muss, nehme ich nicht mit. Mhm. Finde ich nicht die richtige Lösung. Mhm. Früher hat es eigentlich Leute gegeben, ja, wenn ich sowas tue, brauche ich das als Wiederkundung. Regenjacken war vielleicht auch nicht schlecht, mhm, obwohl es die Wettervorhersagen von heute nicht gegeben hat. Nicht? Warum glaubst du eigentlich, was ja ganz interessant ist, gegenüber früher angesprochen aufs Teilnehmerlimit, ist der Transalp-Bergmarathon so schnell ausgebucht? Die Frage kriege ich oft gestellt, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es passt viel zusammen. Wir sind eine Traditionsveranstaltung. Wir haben extrem viele Leute in der Umgebung, die das zu schätzen wissen, was wir da machen, die auch schon 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre mitlaufen oder mitgängen. Die Landschaft hat natürlich auch was, wenn man da rund um den See rennt. Der Traunstor zippt vielleicht auch, weil es doch technisch schwierige Veranstaltung ist rund um den Traunsee. Die Atmosphäre mit den Helfern, das Zügelände mitten in der Stadt. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendeinen Punkt richtig sagen kann, das ist, wieso dass die Leute kommen. Letzte Frage, was ich habe an dir. Wann findet der Transalp-Bergmarathon in dem Jahr statt? Was erwartet die Teilnehmer und wie soll es in Zukunft entwickeln? Also heuer ist der Bergmarathon am 6. Juli. Start wie immer 3 in der Früh, Ende 21 Uhr. Bis dahin müssen alle im Ziel sein. Das ist ein sehr großzügiges Zeitlimit. Heuer gibt es neue, ja, es ist Pflichtausrüstung, ist wieder ein bisschen erweitert worden. Es gibt bei den Labstationen keine Trinkbecher mehr. Muss ja jeder Läufer seine Trinkflaschen, Trinkbecher, Trinkblasen, was er halt mitnimmt, bei sich haben. Und somit hoffen wir, dass das heuer dann wieder ein tolles Event wird und die Läufer recht zufrieden sind wieder mit uns. Und die Zukunft vom Bergmarathon, wo soll es hingehen? Wird einmal die Teilnehmerzahl oder Teilnehmerlimit aufgemacht oder was ist da geplant vielleicht? Ja, die Zukunft vom Bergmarathon ist immer eine schwierige Entscheidung, jedes Jahr, was tun wir nächstes Jahr. Wichtig ist uns immer, dass die Qualität bleibt,
dass wir da schauen, dass wir in der Qualität was verbessern können. Versorgung, Gestaltung von der ganzen Rahmengestaltung eventuell, was wir machen. Wir wollen sicher keine Massenveranstaltung daraus machen, wo dann einmal eventuell, keine Ahnung, wie viele tausend Leute mitlaufen. Es soll einfach ein Spitzen-Event werden, wo ein Sportler aus der Szene sagt, hallo, da musst du mal hin. Super. Sehr gut, Harald. Danke. Danke fürs Gespräch. Danke. Ich wünsche euch nur alles Gute für den Transalp-Bergmarathon. Danke, von meiner Seite her. Gell. Ja, vielleicht kommst du doch wieder mal. Ja, die Rechnung ist noch nicht. Das Geschäft zulassen. Der Kernthemen bei der Trailrunning-Ausbildung sind vor allem die Geschichte vom Trailrunning. Wie laufe ich draußen? Wie geht die Technik? Die Verlängerung zur Rumpfmuskulatur. Bergauf, bergab. Wie bereite ich mich vor, dass ich mit der Gruppe im Gelände laufen tue? Was für Sicherheitsausrüstung brauche ich? Wie gehe ich mit entsprechenden Situationen um, Verletzungen um? Reagieren ist aus Kontrolle. Achse. Korrekt Licht ist okay, ja, nicht 90 Grad entscheiden. Und Trailrunning ist die Geschichte insofern auch ganz wichtig, dass man weiß, dass Trailrunning ja nicht unbedingt der klassische Geländelauf ist, denn was man auch früher von Wettkämpfen, Crosslauf etc. kennt, sondern beim Trailrunning geht es auch vielmehr ums Erlebnis und das Abenteuer. Der Kurs gefällt mir bis jetzt richtig gut. Ich habe schon sehr, sehr viel gelernt, sei es was das Essen betrifft, was die Leistungsdiagnostik betrifft. Grundlagen über das Trailrunning, Erste Hilfe ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt. Lauftechnik natürlich. Der Kurs gefällt mir sehr gut. Ich finde die Gruppen extrem entspannt, sehr viele verschiedene Charaktere, ein sehr schöner Austausch. Und ich finde, die Mischung ist eigentlich ganz gut zwischen Inhalt und aktivem Tun. Die Anfrage war bei den Läufern hier, wie ich mich im Gelände bewegen muss oder darf oder soll, was soll ich Rücksicht nehmen, und dadurch haben wir gesagt, vor ungefähr 7 Jahren, es wäre nett und fein, wenn man eine Ausbildung hätte. Ja, der Trailrunning Guide Kurs hat mir besonders gut gefallen. Es war sehr schön, Praxis und Theorie miteinander zu verbinden und auch wirklich, dass die Leidenschaft der Läufer eben in den Vordergrund gerückt wird und die Natur einfach was Besonderes ist. Ja, mein Name ist Karin Fangrober, komme aus Graz und bin die Cup-Referentin von der ATRA. Der ATRA Cup hat heuer 49 Veranstaltungen, besteht aus dem Speed, Marathon und Endurance Trail. Neu dazukommen sind die Kelten Trophy, der Jolsportrang Kärnten, Schlägereis 3000 und Cut 100. Ja, man meldet sich am besten beim ATRA Club an auf der Homepage. Dort kann man den Namen angeben, die Laufzeit und auch die Platzierung, und dann wird man bewertet. Zum ATRA Cup Finale kommt man, wenn man mindestens 4 Läufe hat. Es werden die 4 besten Läufe aus den Gesamtläufen hergenommen und die werden dann bewertet. Es gibt eben eine Klassenwertung und es gibt eine Vielläuferwertung. Die Sieger bekommen Urkunden und tolle Trophäen. Ja, den Trailrunning Cup findet man, die ganzen Informationen, hier im Trailrunning Cup Folder. Hier kann man die ganzen Informationen raussuchen, dort findet man die Bewerber, da sieht man genau die Österreichkarte davon.
die Aufzählung der Bewerber und man hat dann sogar die Chance, hinten seine eigenen Bewerber da selber zu markieren. Den Cup-Folder findet man in den Startbeuteln oder bei den jeweiligen Veranstaltungen aufgelegt. Für alle, die da beim Trailrunning Cup teilgenommen haben, gibt es tolle Preise zu gewinnen, wie Startplätze, Trailrunning-Equipment und sonstiges im Wert von mehreren tausend Euro. Die Gesamtsiegerung des Cups findet am 2. November im Rahmen des Traunstor Trails statt.